sitzen wir gerade in unserem neuen Auto. Ja. Haben wir das gerade abgeholt? Ja. Der ganze Fuhrpark ist am Start. Und jetzt geht's nach Hause mit dem Riesenschiff. Wir müssen gerade noch hier bezahlen. Was meinst du mit Schiff? Na, dieses Auto ist schon ein bisschen groß. Aber schick, oder? Und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Eigentlich ist das nämlich ein Reisevlog. Wir sind nach Schweden gefahren, einen Tag nachdem wir das Auto abgeholt haben. Und bevor wir noch auf die Fähre kamen, hat unser Auto eine Fehlermeldung ausgegeben, die uns aber insgesamt erstmal nicht daran gehindert hat, zumindest auf die Fähre zu fahren. Und darum wollten wir uns dann einfach in Schweden kümmern, weil es ist ja grundsätzlich eigentlich kein Problem, sein Auto in Schweden reparieren zu lassen. Am nächsten Morgen sind wir sehr zeitig dann angekommen, also wir sind über Nacht gefahren. Und bevor wir in unser Ferienhaus durften, hatten wir einfach noch ein bisschen Zeit und die mussten wir dann überbrücken. Wir waren einkaufen und ich kann es nur tausendmal sagen, wie schön es ist, dass man in Schweden 7 Tage die Woche einkaufen kann. Ja, und wir waren dann in einem Elchpark, beziehungsweise Elch- und Bisonpark, wo man einfach direkt mit dem Auto da durchfahren konnte. Und ein paar Kilometer hat unser Auto uns ja noch gelassen. Die haben wir dann einfach auch genutzt und sind dann durch den Park gefahren. Und am Nachmittag konnten wir dann auch in unser Ferienhaus. Wir hatten ein Haus direkt am See, was natürlich eine super tolle Aussicht aus allen Fenstern bedeutet. Und ich zeige euch jetzt mal die Zimmer. Das ist zum einen das Schlafzimmer und man sieht schon, es gab vor Ort leider keine Bettwäsche, was natürlich für uns bedeutete, dass wir noch mal mehr Gepäck mitbringen mussten. Ja, hier seht ihr sowas wie so einen Wintergarten. Den konnten wir bei den Temperaturen jetzt natürlich nicht irgendwie benutzen und uns da irgendwie gemütlich hinsetzen. Die großen Fenster, gerade im Wohnzimmer und im Essbereich, sind natürlich super toll, um auf den See zu schauen. Hier seht ihr dann nochmal das Kinderzimmer. Auch da natürlich eigenes Bettzeug mitbringen. Und wir mussten auch dann für das Badezimmer unsere eigenen Handtücher mitbringen. Es gab zwar, wie man jetzt hier sieht, natürlich eine Waschmaschine und einen Trockner. Das hatten wir aber vorher überhaupt nicht, also in keinster Weise rausfinden können, leider. Deswegen haben wir halt auch komplett die Wäsche für die gesamte Zeit mitnehmen müssen, was echt super viel war. Beim nächsten Mal suchen wir uns einfach ein Haus, wo dann auch wirklich dasteht, dass man dort waschen kann, damit man einfach nicht so viel Kram mitschleppen muss. Grundsätzlich war die Lage des Hauses sehr, sehr schön, halt dort am See, auch sehr, sehr abgelegen. Und man konnte direkt am Haus parken, aber wieso sollte das auch nicht so sein? War ja ein großes Grundstück und es gab auch noch ein Haus daneben, ein kleines, sodass insgesamt man dort zu 8 hätte hinfahren können und dann hätte man halt 2 Küchen, 2 Bäder gehabt. Plus hier bei dem kleinen Haus war halt so, dass man zum einen hier auf dem Ausklappsofa im Essbereich schlafen konnte und der andere Schlafbereich, der dann im hinteren Teil des Hauses war, hatte halt keine abgetrennte Tür. Also das ist dann eher so, ja, ich weiß nicht, ich sag mal provisorisch, da in diesem Teil zu schlafen. Wir haben das Haus auch gar nicht genutzt, also wozu auch. Da war auch nicht geheizt oder so. Wir sind da eigentlich nur mal rein, um uns das halt anzuschauen. Und es gehört halt einfach dazu. Das kleine Haus war auch ein bisschen, ich sag mal, moderner und besser renoviert als das andere. Aber grundsätzlich
War das jetzt nicht schlimm? Also ihr habt ja das andere Haus gesehen, das große. Es war jetzt ja auch nicht irgendwie katastrophal oder so. Und ihr seht, der IKEA-Besuch war natürlich auch vorhanden, denn wir hatten halt irgendwie keine Geschirrtücher mitgenommen. Daran hatte ich gar nicht so gedacht. Deswegen mussten wir dann einfach noch welche kaufen. Ja, aber an sich, grundsätzlich, also von der Lage her, war das Haus wirklich eine 10 von 10. Ihr seht hier aber selbst, der See war am Anfang unseres Urlaubs noch komplett, oder gerade die Bucht, wo das Haus war, komplett zugefroren. Das heißt, unsere Pläne von wegen Angeln sind natürlich am Anfang überhaupt nicht umsetzbar gewesen. Das war zwar ein Punkt, der halt für das Haus gesprochen hatte, aber das konnten wir am Anfang halt gar nicht. Und wir konnten auch nicht absehen, ob das Eis in der Zeit irgendwie wegschmelzen wird. Deswegen haben wir, wie ihr jetzt hier sehen könnt, Zeitraffer gemacht über ja immer ein paar Stunden an 3 Tagen, um einfach zu sehen, ob das Eis weniger wird oder nicht. Natürlich hat man von einem Tag zum anderen auch Unterschiede gesehen. Aber ob es halt innerhalb eines Tages irgendwie mehr verschwindet, war uns ehrlich gesagt nicht so ganz klar. Und diese Zeitraffer waren halt wirklich sehr aufschlussreich. Ja, und ihr seht schon, wir hatten dann kein Glück leider mit einer Autowerkstatt und mussten uns dann einen Leihwagen vor Ort holen, weil unser Auto dann natürlich mit den Kilometern immer ja countdownmäßig runtergegangen ist. Aber mit unserem Leihwagen, und das war eigentlich ein ganz nettes Auto, also ich bin vorher noch nie irgendwie einen Volvo gefahren, hatte damit keine Erfahrungen, aber damit haben wir uns eigentlich ganz gut wohlgefühlt. Und ich meine, die sind dafür gebaut, dort in Schweden da die ja wunderschönen unbefestigten Wege lang zu fahren. Ja, deswegen war das jetzt, also grundsätzlich war halt alles soweit lösbar. Es war aber einfach nur ärgerlich, dass wir dort keinen Termin gekriegt haben. Ja, hier seht ihr ein Tropenzoo in Helsingborg, wo wir dann, als wir wieder mobil waren, hingefahren sind. Der war echt schön gemacht, sehr, sehr viele Tiere. An sich war der nicht jetzt irgendwie riesig, aber war auf jeden Fall einen Ausflug wert. Und hier seht ihr gleich Fledermäuse, die sowohl einmal in die eine Richtung als dann auch in die andere Richtung direkt so nah über einem geflogen sind. Also das war wirklich total cool. Richtiges Highlight, finde ich. Und auch noch andere Tiere, die ja eher so man jetzt nicht in jedem normalen Zoo sehen würde, waren dort zu finden. War auf jeden Fall sehr, sehr schön. Können wir einfach nur klar nochmal empfehlen. Ja, und wenn wir dann eh dann einmal in Helsingborg waren, da haben wir dann einfach gesagt, hier, wir suchen uns dann noch ein zweites Ausflugsziel. Ich meine, in Schweden fährt man eh für alles weit, aber wenn man halt einmal irgendwie 1,5 Stunden wohin fährt, dann kann man da auch mal was anderes unternehmen. Und deswegen sind wir dann nach dem Tropenzoo noch in einen Indoor-Spielplatz gegangen. Das war so ein Indoor-Spielplatz und Trampolinhalle, beides in einem, was wirklich richtig schön war. Da hatten wir auf jeden Fall sehr viel Spaß und Karl hat uns natürlich da auch durch die ganzen engen Gänge gejagt. Es war ein bisschen schwierig, da so mit einer Hand da durchzuklettern und tatsächlich auch ein bisschen anstrengend. Manchmal waren diese Gänge ja wirklich sehr, sehr eng. Aber grundsätzlich ist das auf jeden Fall eine coole Sache. Und wenn man da auch noch dem Kind so hinterher klettern kann, ist das natürlich toll. Die Hauptsache ist aber natürlich, dass Karl Spaß hatte. Und ich glaube, das sieht man ganz gut, dass er den hatte. Ja, und dann waren wir an einem anderen Tag auf einem Autofriedhof, beziehungsweise dem Autofriedhof im, ich sag mal, unteren Teil von Schweden. Es gibt ja noch einen oben an der Grenze zu Norwegen. Aber der hier unten ist ja natürlich schon relativ bekannt. Da war ich auch schon mal, ist bloß schon ein Stückchen her. Und das war für Karl natürlich super beeindruckend, die ganzen kaputten Autos zu sehen. Und auch für uns, also ich fand es toll, das nochmal irgendwie so zu sehen.
dieses, ich sag mal, Ausmaß, wie die da einfach verstreut im Wald liegen, es war sehr, sehr schön. Ja, das McDonald's haben wir natürlich auch nochmal ausprobiert und es ist halt echt krass, wie in jedem Land einfach, ich sag mal, das Angebot nochmal komplett anders ist. Haben wir in Italien ja auch schon festgestellt. Und dann waren wir in Karlsham in einem ja, Wissenschaftsmuseum oder ja, da ging es halt so um alle möglichen Sachen bezüglich der Wissenschaft bzw. Physik. Und das war eigentlich auch ganz nett. Es war zum Glück auch nicht übertrieben viel los. Wäre das überfüllt gewesen, wäre das natürlich ein bisschen blöd, weil da war ja viel zum, ich sag mal, ausprobieren und selber machen. Und wenn da immer ewig irgendwelche Schlangen gestanden hätten, wäre das auf jeden Fall nicht so schön gewesen. Weil wir konnten eigentlich alles ganz gut, ich sag mal, mitmachen, was wir halt da machen wollten. Und war auf jeden Fall interessant. Und jetzt seht ihr auch, dass dann, als der See soweit frei war, dann auch das Angeln möglich war. Und ja, es war natürlich jetzt nicht die beste Jahreszeit und man hätte wahrscheinlich vom Boot aus auch nochmal gut angeln können. Aber überhaupt, ja, der Besuch im Angelladen musste dann natürlich auch noch folgen. Da haben wir einen sehr, ich sag mal, großen und schönen Angelladen gefunden. Und das ist schon wieder für eine Rückfahrt. Wir haben unterwegs, und wenn ihr mal die Spritpreise umrechnet, dann seht ihr, dass es tatsächlich günstiger ist als in Deutschland, was uns sehr schockiert hat. Wir haben unterwegs nochmal unseren Luftdruck überprüft und dann waren wir auch schon auf der Fähre. Diesmal hatten wir ein kleineres Schiff als hinzu. Aber es war vom Zustand her, ich sag mal, wesentlich besser innen drin. Das hier ist jetzt Nils Dacke und hinzu sind wir mit Tinkerbell gefahren. Und hier seht ihr nochmal unsere Kabine. Wir fahren immer mit Außenkabine, sonst kriege ich da ein bisschen Paranoia. Und hier im Hafenbecken seht ihr ganz viele Möwen. Das hat mich richtig irgendwie ja, beeindruckt, dass sie da einfach neben dem großen Schiff so chillen. Und am nächsten Morgen waren wir dann in Rostock. Und das bedeutete dann auch, dass wir unser Auto dann dort, weil wir waren ja jetzt wieder in Deutschland, ja, zurückgelassen haben, um es dann dort reparieren zu lassen. Weil, wie gesagt, in Schweden war ja keine Chance, einen Termin zu kriegen. Und in Deutschland war das aber easy. Und dann sind wir dort auf unseren winzigen Ersatzwagen umgestiegen. Wir mussten die Sitze klappen hinten, damit wir unseren Kram reinkriegen. Und wir haben auch gar nicht alles mitgenommen. Also zum Beispiel Karls Fahrrad haben wir einfach in dem Caddy gelassen, weil ihr seht selber, wie voll das war. Aber wir wollten einfach nur ja, zurückkommen. Genau, und das war es eigentlich auch schon mit unserem Urlaub. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und dann bis zum nächsten Video.